Hallöchen und willkommen zurück bei der Eta-Vorbereitung mit dem Fipsing-Stick. Hallöchen. Hallöchen. Oder Fipster, oder? Folgst du mir? Whatever. Yeah, I'm coming with you. Kümmere dich nicht um die Skelette. Egal. Okay. Na, ich muss weiterlaufen. Okay, hier einmal so drüber. Und hier ist eine kleine Höhle. Ich weiß allerdings nicht, ob die groß ist. Hier, schauen wir mal. Ich habe eine andere gemeint, da können wir dann auch nochmal hingucken. Schnauze mal. Ja, das können wir machen. Das schaut so aus, oder? Nee, warte mal, hier geht's nicht weiter. Und da drüben geht's wieder raus. Aber warte mal, hier geht's noch runter. Ja doch, es scheint relativ groß zu sein. Okay. Ich könnte mir da mal eine Eisenspitzhacke machen. Aua. Was könntest du tun? So. Kohle. Hast du eine Eisenspitzhacke? Ja. Gib mal her. Also. Hast du Eisen? Eisen habe ich auch. Wo bist du? Hier unten. Okay. Ich baue mit meinem ganz kurz so ein. Ein schickes Ding. Weil ich noch mal ganz kurz weg muss. Okay. Bis gleich. Yeah, Flipster AFK, jetzt müssen wir ihn irgendwie trollen. Oder auch nicht. So, machen wir mal ein 64er Stack. Dann können wir weitergehen. Dann ist hier soweit alles ausgeleuchtet. Was haben wir denn da unten? Oh, hier. Oh ja. Oh ja. Oh, die ist groß. Sehr groß. Müssen wir uns erstmal zurechtfinden. Oh Gott. Erstmal alles abfackeln, da unten sind. Das ist eine komplette Schlucht. Das ist noch eine, oder? Nee. Ja, keine Ahnung. Na, mal gucken. Warte mal, Fips. Damit wir nicht verlieren. So. Schnell Kohle hier mit. Denn wir wissen, Kohle kann nicht schaden. So. Was gibt's denn zu erzählen? Ich wollte euch neulich noch irgendwas erzählen. Ich weiß aber gar nicht mehr, was das war. Irgendwas Lustiges. Vielleicht fällt es mir noch ein. Haben wir noch Erde? Erde. So. Ich hätte mal ein Thema raussuchen sollen. Vergesse ich auch jedes Mal. Ich kann das immer so on demand machen. Oder kann ich mal. Mensch. Monitoraufnahme? Hey, ich kann den Monitor aufnehmen. Mein Bildschirm anpassen? So, kann den Monitor aufnehmen. Ist auch ein cooles Spiel hier, tack. Wird von dem Eta übrigens promoted. Was können wir da mal so gucken? Hier, wo war's denn? Hier, PlayNation. PlayNation hat mal geile Gegner. The Last of Us, Gewinnspiel zum PlayStation 3 Blockbuster. Naughty Dog, welche bereits. Ein Gewinnspiel. Darüber kann man auch echt mal reden. The Last of Us war. Es ist echt ein geiles Game. Ich durfte es beim Kumpel mal anzocken. Auf der PlayStation. Und es ist. Diese Story ist so. Es ist so deep. Das ist der Wahnsinn. Das ist echt übelst der Wahnsinn. Man fiebert damit. Hi. Ich rede gerade über The Last of Us. Story und so. Und es ist echt so, viel was da hast so echt so gekauft? Mit. Naja, ich habe da keine PlayStation. Aber ein Kumpel von mir hat es. Und es ist so, die Story ist so deep und da, man weiß da teilweise sogar, ah, nein! Ja. Teilweise gar nicht, was man sagen soll.
Dein Bett wurde blockiert oder zerstört? Ja, weil ich nicht schlafen drin konnte. Warte mal, TP ist dort. BD4. Zack. So. Darunter muss ich, oder? Wo bin ich runtergefallen? Nee, andere Seite. Also ich weiß von dem Spiel. Scheiße. Ich weiß von dem Spiel nur, dass am Anfang deine Tochter getötet wird. Und ja, dann irgendwie so richtig so. Depri wird oder so. Naja, es wird dann halt im Prinzip so 20 Jahre vorgespult und dann ist halt so 20 Jahre diese Infektion. Und es ist halt so ein, ja, so ein Endzeit-Dingens. Okay. Und man lebt halt 20 Jahre in dieser Infektion und überall ist alles abgesperrt und es gibt auch noch Nahrungsmittelration und es ist kein so richtiges Leben mehr. Mich wundert es, dass die Lebensmittelration für 20 Jahre gereicht haben. Ja, es wird ja immer noch produziert. Das ist ja schon. Aber die Fabriken müssen doch richtig viel Lärm verursachen und. Na, darum geht's ja nicht. Zombies, ja, trotzdem. Die Zombies, das ist ja alles abgesperrt. Da gibt's ja eine Quarantänezone und das Ganze. Also die ganze Stadt ist ja im Prinzip tot, aber ich will nicht so viel spoilern. Schaut euch einfach mal an. Eine Frage habe ich aber noch. Ist nur die Stadt infiziert oder ist die ganze Welt infiziert? Ja, es ist immer die ganze Welt. Ja, weil man spielt ja in nur einem Teil der Stadt oder in einer kleinen Stadt. Das ja, ist doch... ich denke mal, es ist die ganze Welt infiziert, denke ich. Ist schon so. Oder das ist bei so Spielen immer nicht so ganz geklärt. Ich mag solche Filme oder Spiele, wo wirklich geklärt wird, woher die Infektion kommt und wie weitreichend die ist. Da wurde es auch, doch, da wurde es ein bisschen erklärt, glaube ich. Ja, irgendwie die Fireflies haben irgendwie was, irgendwie so Gas freigelassen oder keine Ahnung. Sowas, aber es ist ja auch nicht so richtig geklärt, wer dann die Fireflies sind. Ich mag es so, wo das so wirklich geklärt wird, wo du da denkst, ah, okay, so. Bei The Walking Dead ist das ja, da weißt du, dass das ganze Land infiziert ist, USA zum Beispiel. Aber du weißt halt auch nicht, woher es wirklich kommt. Okay. Apropos Walking Dead, wolltest du das nochmal weiter? Nee. Let's play. What the fuck? Let's play. Alter, so viele XP. Muss ich mal gucken demnächst, wie ich es schaffe. Ich habe jetzt erstmal noch Siedler wieder gemacht. Ich kann ja auch nicht alles machen. Das wäre ja theoretisch dann... The Walking Dead auch von vorne anfangen, damit ich auch was mitkriege. Ja, die Folgen sind ja noch oben. Ach so. Die Folgen sind ja schon abgeloadet. Ich müsste halt noch weitermachen. An der Stelle. Die Saves und das alles habe ich ja noch. Na dann. Dank Dropbox. Was ich dir sagen wollte, genau. Worüber ich mal reden wollte. Ich habe jetzt. Ich habe mich bis vor einem Monat. Habe ich mich nie so mit Filmen oder so beschäftigt. Weißt du, ich habe immer so gehört, ja, so alle gucken Filme und neuesten Blockbuster und whatever. Und nachdem ich mir dann echt mal ein Love-Film-Abo gekauft habe, ich gucke jetzt so viele Filme. Ich gucke jetzt echt so viele Filme und Serien. Das ist, Alter. Das ist so aber krass. Ich frage mich, warum. Ja, wenn du Zugang dazu hast, dann machst du das. Du guckst, wenn dir langweilig ist, guckst einfach mal Serien, alle möglichen. Ich habe von The Big Bang Theory alle vier oder fünf Staffeln, ich weiß nicht ganz genau, durchgeguckt. Davon habe ich, glaube ich, auch die meisten gesehen. Das ist kein... Oder Two and a Half Men habe ich alle Staffeln gesehen. Wow. Ja, da habe ich aus Langeweile auch im Internet alle Staffeln gesehen. Aber nur, weil es geil ist, Mann! Vier Skelette! Und das ein Enderman! Krass. Enderman. Ich hab den noch gar nicht angeguckt. Enderman. Die musst du neuerdings nicht mehr so wirklich angucken. Die wären auch so aggressiv. Habe ich zumindest gehört. Ich würde mal sagen, dann bin ich jetzt gefickt. Also noch ein Creep. Also ich habe hier mit Creepern zu tun. Ich habe jetzt Angst. Soll Papa's dort dich retten kommen? Nein. Ich sehe ihn ja nicht mal. Ich höre ihn ja nur, das ist ja gerade. Ah, da ist er. Ah. Das ist eine Riesenschlucht hier, ey. Ich hasse Riesenschluchten. Aber warum war denn aggressiv? Der greift mich gar nicht an.
Keine Ahnung. Weil vielleicht war er kurzzeitig so ein bisschen aggro, weißt du? Welche Höhe bin ich? 12. Warum bin ich denn kein Diamante? Nein! Was ist denn das hier für ein Scheiß, Mann? Schon wieder tot. Nein, nein. Ah, jetzt habe ich einen Screenshot. Ah, überall Creeper hier. Das Lava. Ich hab noch eine Schaufel. Nicht mal meine Schaufel. Schöne Hast du eigentlich deine Sachen wieder? Ja, ich hab meine Sachen wieder. Das ist ja gut. Ich war nur kurzzeitig mal tot. Mal so zwischendurch. Als Abwechslung. Das machen Stars ständig. Ja? Ja, Michael Jackson ist in Wirklichkeit auch nicht tot. Und scheiße, es gibt wirklich so Leute, die lassen sich kurzzeitig für tot erklären, um mal ihre Ruhe zu haben. Ja, der wollte 4 Jahre seine Ruhe haben, so wird's aussehen. Das ist so, der sitzt auf den Bahamaramas. Das wäre richtig witzig. Ich mein's ernst. Jeder hätte gedacht, er wäre tot. Und yeah. In Wirklichkeit chillt der einfach nur irgendwo. Aber hart. Michael Jackson chillt richtig hart auf den Bahamaramas. What's up? Stimmt, hat er sich auch wieder schwarz umoperieren lassen? Man braucht ja immer mal einen Tapetenwechsel. Der war mies. Ist so. Hey, ich bin bei dir. Fast. Nein, bist du nicht. Weil ich sehe dein Machtwerk. Ein Cobblestone Trappen. Mein was? Achso. Trappen. Ich hab Trappen, Alter. Style und das Geld, Junge. Ich hab so viel Eisen und noch nicht meine Rüstung. Sicher? Ja. Ich würde uns da meinen automatischen Ofen bauen, was jetzt davon? Ja. Mach das. Das geht ja mittlerweile in Minecraft. Mach das. Zack. Ups. Naja, wenn du Redstone findest. Hab ich schon. Hast du schon. Was machst du da? Ich baue die Kohle ab. Was Wir haben mittlerweile so da? Viel Kohle. Oh, hier ist ein. Ich hab 3,6, ey. Drei Viertel. Ah, oh, ich hab Schienen gefunden. Wo denn? Also so ein Cave-Ding jetzt. Wo denn? Auf wo denn? Wo denn, Mann, ey! Die Fresse! Mann! Das ist ein Enderman. Ja, ich weiß. Er ist tot. Den hab ich da extra für dich im. Du bist tot. Quatsch. Du bist tot. Enderman down. Wow. Wo bist du? Oh, hey. Geil, so viel Gold und Penis. Ein Goldpenis? Ja, das auch. Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht, Mann. Nach oben gesteckt. Ja, nee. Doch. Ja, nee. Weil ich's kann. Ach, hier. Okay, ich bin da. Ja. Schön, dass du es auch endlich gefunden hast. Nach 3 Stunden. Leck mich. Mann, Alter. Nein, ich bin einfach hier durchgelaufen. Und dann bin ich hier das in dem Cave. Aber ich bin wahrscheinlich... Anstrengend. Ich bin anstrengender als ein Kleinkind. Ich denke, du bist das Kleinkind hier. Ja, das auch, aber... Du bist der. Der. Penis. Ah. Ist über Lava. Und ein Spinnenspawner. Oh, I don't want this shit. Warum bist du so weit weg? Wo bist du überhaupt? Ich sehe nur deinen Namen. Ganz klitzlein. Verstanden? Ja, oh, jetzt ist meine Schaufel kaputt. Nein, meine Spitzhacke. Verdammte Scheiße, Mann. Verpiss dich. Bitch. Ich muss hier doch spawnen. Oh, hier ist auch was. Verpiss dich, Mann, verpiss dich. Ich bin fast tot. Eine Kiste. Oh, ich sehe es. Brot. Oh, eine neue Spitzhacke. Kann man die so abbauen? Ah, ja, okay. Gott sei Dank, Mann. Fast tot, Mann. Hast du gehört, Mann? Ich bin fast tot, Mann. Mann, greif dich doch einfach an. Alter, halt doch die Fresse. Mann. Okay. Nicht hast du gehört, ich hab eine Kiste gefunden.
coole Sache, was war drin? Nur Brot und eine Spitzhacke und ein bisschen Kohle. Ja, wenn du sagst nur Brot, ne? Erzähl das meinen Kindern in Afrika. Fang nicht an zu weinen, Mensch. Ja, ist so, Mann. So. Ich weiß nicht, wo du bist. Boah, die Spinnen hören sich an wie. Ich will's gar nicht sagen. Fab, fab, fab. Oh ja. Wie viel Eisen hast denn du? 61. Geile Scheiße. Und ich muss dann erstmal raus, weil. Alter, ich kann hier nicht raus, Mann. Der Cave ist so groß, wo ich gerade bin. Ja, meine Hose auch. Als dein Nasenloch. Was für ein Vergleich. Ich weiß. Wenn ich wegen Inventarfall und so. Achso. Aber wir können uns ja den Cave hier merken. Nein. Ich finde nie. Wir gehen da eh nie wieder rein. Natürlich. Weil wir bald im Penis sind. Wir müssen auch Folgenende machen, ne? Nein. Tu mir das nicht an. Oh doch. Oh doch, man. Oh doch. Warte mal. Schau mal eben. Wir haben, fünf Ether-Folgen. Und 5 Thumbnails, alles klar. Gut, dann sehen wir uns am nächsten Folge wieder. Bei der Meta! Oh yeah, man! Mit Fips. Jo. Bye.